So, wundervoll. Unter keiner Flagge. Warte. Ach so, jetzt verstehe ich's. Wir haben jetzt nicht alles gemacht hier, natürlich. Aber das macht ja nichts. Wir haben das Wichtigste gesehen. Ich würde sagen, das nächste, ne? Das war jetzt schon das Ende war. Briefe, 14. Herausforderung, 10. Belohnung. Ja, kriege ich das nur, wenn ich alles finde? Das ist jetzt fürs Let's Play, egal. Kann ich ja bei Gelegenheit mal machen. Let's go. Wie immer schwer. Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Der kom ind som barn fortalte de mig historier om skabninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsat i Tyskland. Jeg savner familien min så vældig. Så nu er jeg her igen. På jagt. Etter de monstrene i skogen. For tre dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget. Dem. Vi vet at noen der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du bør bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegg gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler deg å snakke med meg.
Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her i denne bygningen, fatter du? Ich finde das so cool, dass jetzt einfach Norwegisch miteinander reden. Ich finde das geil. Dann ist es auch total in Ordnung, wenn ein Untertitel ist und so, wenn es nicht übersetzt wird, ne? Da habe ich so kein Problem damit. Habe ich Ski an? Ja. Woo! Okay. Habe ich Wurfmesser dabei? Ich muss da runter. Ich muss auch einfach mal die Umgebung genießen. Ich einfach Gas geben? Das wird wehtun. Okay, let's go. Wir probieren es einfach. So gut es geht, ne? Woo! Zack. Und? Woo! Let's go! Tudor! Zwei Mann. Was habe ich auf... Ah, auf T habe ich meine Ski. So gut. So gut. Okay. Ich finde, das hat einfach was Schönes, nicht? Es hat einfach was Schönes. Das Ganze. Suchscheinwerfer. Suchscheinwerfer alarmieren den Bereich, wenn sie entdeckt werden. Okay. Alle im Kampfgebiet werden alarmiert. Ja, Standard, ne? Habe ich eine Leiter?
könnte an ihnen vorbeischleichen. Aber das machen wir nicht. Sehr gut. Okay, so komme ich unten durch. And then let's go, snipes. Don't text. Das ist ärgerlich. Ich hätte das gerne Stealth gemacht. Lass ihn liegen. Ich hatte gehofft, dass ich hochklettern kann, ohne dass mich jemand sieht. Das war dumm, ich hätte es anders managen sollen. Wir gehen trotzdem unten durch. Ich weiß nicht, was noch lebt auf der anderen Seite. Sicher ist sicher. Einfach schön hier. Oh, ruhig, ruhig. Köder werfen. Damit könnte ich sie ködern. Oh, viel besser. Die vermissten Widerstandskämpfer finden uns nach. Nichts für ungut. Da, 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 da. Jazz, a little bit smooth jazz. So, jetzt ist halt die. Das mach ich mal kurz. Kaputt. Und ich gehe trotzdem hoch, weil im anderen Aussichtsturm hatten wir jetzt ein Snipergewehr mit Visier. Vielleicht finden wir hier ein Snipergewehr mit Schalldämpfer. Ich finde das schöner. Dieses Tuch, das vorne drum gewickelt ist, ist cool. Das mag ich. So, Quatsch. So, das ist hier drin ein Buch im Kamin. Doch nicht. Gut. Wir gehen weiter.
Na, das ist mehr mein Visier. Ne? Das haben wir vorhin ausprobiert. Das andere ist es nicht so für mich. Ich probiere hoch hinaus. Von oben Druck zu machen. Zu gern. Einen Schalldämpfer. Ich probiere es mal mit dem Köder. Du hast das auch gehört, richtig? Nichts zu berichten! Moment! Er hat mich geschlagen. Ich habe ihm ein Wurfmesser reingedrückt. Scheiße. Das Ding ist laut. Ja, hier wieder Musik. Wird wieder jedes Video gesperrt. Ja, aus mit dem Zeugs hier. Ja, endlich. Ein Charlie.